So Leute, wunderschönen guten Abend, ich grüße euch, Ugo den Kader hier, live wie angekündigt zum Livestream zum Thema Fachkraftquote. Wir werden heute auch ein bisschen auf das Infektionsschutzgesetz eingehen bezüglich der aktuellen Fachzeitschriften, auf die werden wir logischerweise auch eingehen. Ansonsten mache ich gleich mal Produktwerbung ohne... Ist da ein Mann, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe? Ah, ich tue mal kurz einladen, warte mal, ich tue meinen besten Mann hier mal kurz einladen, ne? Wo ist denn der? Komm, ganz kurz, wenn man Livestream hier mache. Produktwerbung vor einer Spezi, ist übrigens kein Alkohol, gell? Also, falls ihr nicht denkt, dass ich Alkohol trinke, im Livestream, weil ich bin hier kein schlechtes Vorbild für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Gut, schauen wir mal, ob er kommen kann. Irgendwie klappt es noch nicht. Vielleicht liegt es doch am Empfang. Wie gesagt, er hat doch, glaube ich, eingenommen. Schauen wir mal. Also, wäre cool, wenn ich ihn live bekommen würde. Ein Special Guest, der wäre schon nice, wenn es klappen würde. Hat nicht geklappt, ist echt schade. Sehr schade. Lag vielleicht an der Leitung. Bis er möglicherweise kommt, gehe ich auf das angekündigte Live-Video ein oder Livestream ein, Leute. Also, wie gesagt, erstmal schönen Abend hier. Und wir werden jetzt ein bisschen über die aktuelle Thematik zur Fachkraftquote in Pflegeheimen sprechen, weil das ist ja der Bereich, wo ich ja primär Experte bin und auch über ambulante Pflegedienste und welche Konsequenz das aktuelle Infektionsschutzgesetz bzw. die Abänderung des Infektionsschutzgesetzes mit sich bringt. Wird sehr spannend werden. Wir werden zwei Fachartikel werden wir gemeinsam durchgehen und wir werden auf eine aktuelle E-Mail des Landesgesundheitsministeriums gleich vorab: Die Aufhebung der Fachkraftquote ab dem 16. März betrifft erst einmal Bayern. Ganz wichtig. Bayern. Ist zwar im Bundesgesetz, aber dennoch haben die Länder einzelne Kompetenzen darüber zu ergreifen oder können es ergreifen und das gilt für Bayern. Aber meistens ist es so, wenn in Bayern etwas eingeführt wird, hat das zur Folge, dass das auch wahrscheinlich von den anderen Bundesländern übernommen wird. Das war eigentlich bei allem so gewesen. Bayern waren die Ersten gewesen mit Bonus für Pflegekräfte, alle anderen Länder sind nachgezogen. Bayern waren die Ersten gewesen mit Lockdown, alle anderen Länder sind nachgezogen. Also Bayern ist eigentlich immer schon in der Pandemie, aber auch in vielen anderen Sachen, bei Steuergeschichte und so weiter, eigentlich immer Vorreiter. Liegt wahrscheinlich daran, weil Bayern mit Nordrhein-Westfalen das größte Bundesland ist und sicherlich somit auch die meiste Macht im Bund hat. Und das ist sicherlich einer der Hauptgründe. Gut, also ich muss euch erstmal die E-Mail vorlesen. Wir werden jetzt mal drauf dezidiert eingehen. So, das Licht stört mich ein bisschen hier. Ich glaube, so ist besser. So, ja, so ist angenehmer. Also Leute, sehr geehrte Damen und Herren, anbei übersetzen wir Ihnen die aktualisierte Version des SARS-CoV-Infektionsschutzgesetzes. Handlungsanweisungen für Alten- und Pflegeheime und stationäre Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, die Leistungen der Eingliederungshilfe über Tag und Nacht erbringen. Als zudem das aktualisierte Konzept für Handlungsempfehlungen und stationäre Pflegeeinrichtungen. Lieben Gruß, die Fachstelle für Qualität in der Altenpflege. Ah, ich habe noch die falsche Mail offen. Zweite Kündchen, Leute. Muss das Ding hier logischerweise muss ich aktualisieren. My fail, zweite Kündchen. Muss ich meine E-Mails aktualisieren? Ja, da habe ich doch die neue. Mein Fehler. Da ist die. So, also eine E-Mail von der Regierung von Oberbayern. Und die Regierung von Oberbayern ist logischerweise ja auch für die Pflegesätze und somit ja auch irgendwo für das Leistungsrecht mit verantwortlich. Und wenn die E-Mails raushauen, hat das natürlich allergrößte Schlagkraft. Eine E-Mail an faktisch alle oberbayerischen Pflegeeinrichtungen und somit gibt es auch für ganz Bayern. Also, Hinweis auf die Möglichkeit der kurzfristigen, ich meine, kurzfristig ist ein sehr, 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 sehr dehnbarer Begriff, Hinweis auf die Möglichkeit der kurzfristigen Abweichung von der Fachkraftquote infolge der Impfpflicht. Donnerstag, 23. Dezember 2021, also kurz vor Weihnachten um 8.43 Uhr. Hinweis auf die Möglichkeit der kurzfristigen Abweichung von der Fachkraftquote infolge der Impfpflicht. Sehr geehrte Damen und Herren, mit unserer E-Mail von November 2020 wird darauf hingewiesen, dass bei einer pandemiebedingten zeitlichen begrenzten Unterschreitung der Fachkraftquote und von den personellen Anforderungen abgewichen werden kann. Heißt konkret, wenn wir jetzt hier in einer Pandemie sind, das heißt in einem weltweiten Infektionsgeschehen, kann man von der Fachkraftquote abweichen. Wir möchten Sie hiermit informieren, dass eine Abweichung von den personellen Anforderungen auch dann möglich ist, wenn die Fachkraftquote aufgrund der ab dem 15. März 2022 geltenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht kurzfristig unterschritten wird. Heißt konkret, ihr müsst die Fachkraftquote als Pflegeheim möglicherweise nicht einhalten, wenn
Einrichtungen, die aufgrund einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht die Fachkräftequote für einen gewissen Zeitraum nicht erfüllen können. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr schwammiger Begriff, weil ich glaube, vieles wahrscheinlich nie wieder erfüllen werden können. Davon gehe ich aus. Müssen die zuständige FQA in Kenntnis setzen. Das heißt, die Pflegeheime müssen einfach nur eine E-Mail schreiben an die Heimaufsicht und müssen sagen, liebe Heimaufsicht, schaut schlecht aus, wir können die Fachkräftequote aufgrund der Impfpflicht nicht mehr einhalten. Die Möglichkeit der zeitlich begrenzten Abweichung von der Fachkräftequote entbindet die Einrichtung aber nicht von der Pflicht, ausreichend fachlich geeignetes Personal vorzuenthalten. Im zweiten Satz möchte sich der Gesetzgeber absichern und man sagt im Endeffekt, na gut, auch wenn ihr die Fachkraftquote nicht einhält, seid ihr trotzdem dazu verpflichtet, das zu machen. So von wegen, okay, ihr müsst es nicht einhalten, aber im Rahmen eines Rechtsstreites würden wir euch eine Gurgel gehen. Das ist natürlich eine Doppelmoral vom Gesetzgeber, aber gut, das ist meine Meinung dazu. Wir dürfen wie in diesem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass sofern die Impf- bzw. Genesungsnachweis oder das ärztliche Zeugnis nicht rechtzeitig bis zum 15. März vorgelegt wird, die Leitung der jeweiligen Einrichtung oder des jeweiligen Unternehmens unverzüglich an das Gesundheitsamt des jeweiligen Bezirkes zu melden hat. Dies bedeutet bei der vor dem 15. März in der Einrichtung tätigen Person, dass nicht ein sofortiges Tätigkeits- und Betretungsverbot gilt. Ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, hier haben wir, glaube ich, einen Bias, weil viele glauben, dass sie nicht mehr ins Pflegeheim dürfen, sondern die Pflegeheime bzw. Krankenhäuser und die ambulanten Pflegedienste müssen jetzt erst einmal den Gesundheitsämtern melden. So. Soweit das Paul-Ehrlich-Institut auf der Internetseite einen Lieferengpass zu all den Stoffen mit einer Komponente gegen das SARS-CoV-Virus hat und so weiter und so fort, sind bekannt gemacht, ist von den entsprechenden Untersagungen abzusehen. Heißt konkret, das Gesundheitsamt könnte euch sagen, wenn es aktuell Lieferengpässe gibt bei Impfstoffen, was ich mir vorstellen könnte, weil sich viele Mutter haben Booster lassen. Mittlerweile werden auch Kinder geimpft. Also es könnte schon sein, dass es zu Impfknappheit kommt. Andernfalls wird mit Hinblick auf den Schutzzweck der Regelung öffentlicher Gesundheitsschutz vulnerable Personengruppen von einer Covid-Erkrankung in der Regel ein entsprechendes Verbot ausgesprochen. Heißt normalerweise, also wenn genug Impfstoff da ist, wird ein Verbot ausgesprochen. Die Versorgung der in der Regel entsprechenden die Versorgung der Einrichtungen oder Unternehmen behandelnden betreuten, gepflegten oder untergebrachten Personen muss aber in jedem Fall noch gewährleistet bleiben. Das ist der genau der wichtigste Satz, den ich heute schon ausgesprochen habe. Nochmal. Die Versorgung der in der Einrichtung oder Unternehmen behandelten, betreuten, gepflegten oder untergebrachten Personen muss in jedem Fall noch gewährleistet bleiben und ist bei der Entscheidung des Gesundheitsamtes mit einzubeziehen. Das heißt konkret, wenn beispielsweise, machen wir mal ein Fallbeispiel, wir hätten es mal angenommen, ein Mitarbeiter in meiner Einrichtung oder einer meiner Einrichtungen, die auf die Idee kommen würde, ich mache mal das Licht aus, das ist echt hell, so grell ist das, und die auf die Idee kommen würde, sich nicht impfen zu lassen. Ich würde sie am 15. März melden. Das Gesundheitsamt wird dann die Person anschreiben und wird dann irgendwann auf die Idee kommen, dieser Person eine Tätigkeits- bzw. ein Betretungsverbot der Einrichtung zukommen zu lassen. Das wird aber erstmal dauern, weil die Person muss sich auch antworten können. Ich gehe davon aus, von 4 bis 6 Wochen, meiner Meinung nach. So. Aber wenn wir diese Person melden und zeitgleich sagen würden, als Arbeitgeber, wir brauchen diese Person unbedingt, weil wir können ohne sie nicht mehr unsere Dienste abdecken, was wahrscheinlich sehr, sehr vielen Pflegeeinrichtungen so gehen wird. Und zumindest ist das meine Annahme. So, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob andere Pflegeheime oder andere ambulante Pflegedienste oder Krankenhäuser im Personal schwimmen. Ich habe die Annahme, dass höchstwahrscheinlich, immer wenn die Meldung herausgeht, die Träger automatisch mitteilen werden, dass sie im Moment tatsächlich nicht die Möglichkeit haben, die Dienstpläne abzudecken und dass sie darum bitten, dass das Gesundheitsamt im Endeffekt hier das Betretungs- und Beschäftigungsverbot nicht ausspricht. Also davon gehe ich aus. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Hinweis und der Gesetzgeber tut sogar selber bei dem Gesetz und bei der Ausbildungsverordnung bzw. bei der Ausbildung hier, wie er sie darstellt, auch das auch nochmal darauf ganz klar darauf hinweisen. Also das Betretungsverbot oder beziehungsweise das Tätigkeitsverbot der Pflegekraft gilt nicht automatisch, denn die Pflegeheim oder das ambulante Pflegedienst oder das Krankenhaus kann zeitgleich auch eine Intervention einlegen, kann sagen, Leute, schaut her, wir brauchen diesen Menschen. Ja? Und diese Menschen können wir diesmal nicht mehr abdecken. Weil ich werde später sowieso noch mal ein Posting rausholen, meine Meinung, ich gehe jetzt mittlerweile so weit, und ich sage es auch jetzt in diesem Livestream,
Alle Menschen, die sich vehement für eine Impfpflicht bei Pflegekräften aussprechen, haben meiner Meinung nach noch nie einen Dienstplan der Pflege geschrieben. Punkt. So. Weil ich glaube, die Menschen da draußen und auch die Öffentlichkeit und Politiker, aber auch viele Besitzer von Pflegeheimen, die selber noch keinen Dienstplan geschrieben haben, glaube ich, wissen nicht, was es bedeutet, wenn ein bis zwei Kollegen auf dem Dienstplan fehlen. Ich glaube, die können sich das gar nicht vorstellen. Und sie wissen auch nicht, was es für die Qualität, aber auch für die Menschen vor Ort, die jeden Tag eh schon unter diesen schwierigen Voraussetzungen arbeiten, für Konsequenzen hat. Und da ich nie vergessen habe, woher ich komme und was ich bin Pflegekraft, damit Leitung, glaube ich, dass da viele einfach auch Meinung machen, Politik machen, ohne tatsächlich jemals das gemacht zu haben. Nicht nur selber diesen Job gemacht zu haben, sondern auch wirklich die Verantwortung für den Dienstplan zu haben und die Konsequenz, wenn schon ein Kollege manchmal kündigt, wisst ihr doch alle, wie es ist, dass der Dienstplan noch kaum abzudecken ist. Dann frage ich mich allen Ernstes, wenn aufgrund der Impfpflicht diverse Kollegen pro Pflegeheim und pro ambulanten Pflegedienst und pro Krankenhaus aufhören. Also da bin ich aber schon ein bisschen offen dagegen, ganz ehrlich. Also kann eine Einrichtungsleitung kein Berufsverbot ab 15 Jahren nur ohne Impfung aussprechen. Nein, kann sie nicht. Liebe Katrin, kann sie nicht. Der Einzige, der ein Berufs- und Betretungsverbot aussprechen kann, ist das Gesundheitsamt. Von daher, heute kamen ja auch schon ein paar Fragen rein, meine Damen und Herren. Heute kamen schon ein paar vor. Zwei Fragen kamen rein. Auf die werde ich jetzt auch logischerweise auch eingehen. So, das war das mal. So, ja. Ich werde erst mal ein Stück Wasser nehmen. Wasser, also übrigens, ich trinke heute nicht nur Wasser, sondern ich bin tatsächlich doppelt aufgestattet, aber heute geht meine Spezi. So, also, zwei Sekunden. Liebe, selbstverständlich, liebe Harvey, ganz selbstverständlich, bin ich ehrlich. Also, soll man jetzt kündigen, wenn man sich nicht impfen lassen möchte oder lieber abwarten? Meiner Meinung nach, wir werden auch später auf die Meinung von einem Anwälten gehen, von Fachanwälten für Pflegerecht oder Arbeitsrecht. Meiner Meinung nach definitiv auf gar keinen Fall kündigen, macht es nicht, sondern macht erst mal ab. Das wäre meine Empfehlung. Erstmal abwarten, weil so einfach ist das alles nicht. Auch mit der Kündigung des Arbeitgebers ist es auch nicht so einfach, weil sogar der Gesetzgeber, ich mache mal schnell mein Laptop hier aus, weil sogar der Gesetzgeber davon spricht, in seiner Einschätzung, also das Bundesgesundheitsministerium, spricht davon, dass der Arbeitgeber erst einmal abmahnen muss, bevor er kündigt. So, mindestens erst einmal abmahnen. Also von daher ein bisschen aufpassen, also so einfach geht es nicht. Also, arbeitsrechtlich, klar wird es wahrscheinlich, wenn nach der zweiten Abmahnung wird es wahrscheinlich auf eine personenbedingte Kündigung hinauslaufen, aber auch da bedarf es einen gewissen Abstand. Das kann sich heute abmahnen, morgen schon kündigen, so einfach wird es auch nicht gehen. Also wir sind hier nicht in Texas, und ich glaube nicht mal in Texas darf man das. Erstens, und zweitens, auf die Frage, ob man jetzt kündigen sollte, auf gar keinen Fall, weil wie gesagt, das Berufs- und Betretungsverbot kann nur das Gesundheitsamt aussprechen. Ne? Und ganz genau so ist es. Von mir schreibt, abwarten bis März noch lange hin. Genau so ist es, denn ich gehe davon aus, und ihr wisst ja alle, ich bin ja nicht nur Parteimitglied, sondern ich bin ja auch mit diversen Parteien ultra gut vernetzt. Und ich gebe euch, ich würde Wette abschließen, heute ist der 30. Dezember 2021. Wir werden ganz sicher am 15. März 2022 schon eine allgemeine Impfpflicht haben. Garantiert. Also von daher wird wahrscheinlich dieses Thema dann vom Tisch sein. Meine Meinung. Kann ich euch jetzt schon sagen, weil die Politik langsam merken wird, dass wir Scheiß gemacht haben. Und wenn schon für alle und nicht nur für Pflegekräfte. Und dann wird es auch mit dieser Diskussion eine ganz andere Dynamik annehmen. Es wird eine andere Dynamik annehmen. Also die erste Frage ist eigentlich beantwortet. Also kündigen ja, nein. Meiner Meinung nach macht das auf gar keinen Fall. Geht weiter arbeiten. Wartet erst einmal ab, was das Gesundheitsamt sagt. Wartet erst einmal ab, was der Gesetzgeber sagt. Wartet erst einmal ab, was euer Arbeitgeber macht. Und wartet erst einmal ab, ob möglicherweise euer Arbeitgeber euch möglicherweise als unabdinglich meldet. Das könnte ja den Effekt haben, nur so am Rande mal laut gedacht. Ich tue ja nur das Gesetz vorlesen, ne? Dass ihr euch ja möglicherweise gar nicht impfen lassen müsst, denn ihr macht euren Job und das Gesundheitsamt sagt euren Arbeitgeber, okay, ihr habt recht, ihr braucht diese Menschen, der muss ja auch die Menschen versorgen. Das steht hier klar im Gesetz drin, weil wir sind hier ein Sozialstaat und Sozialstaat heißt hier im Endeffekt, dass die Menschen versorgt werden müssen. Wir haben hier einen Sicherstellungsauftrag oder einen Versorgungsauftrag, einen gesellschaftlichen Auftrag. Ich meine, wir sprechen doch immer hier irgendwie von systemrelevant und das heißt ja auch systemrelevant, die Schwächsten der Gesellschaft, Kranke, Alte, Arme und Menschen mit Behinderung und so weiter, ja auch zu versorgen. Real Talk. Also von daher auf die erste Frage, kündigen, ja, nein. Nein, auf gar keinen Fall, weil ihr auch
alle eure Rechten und Pflichten auf euren jetzigen Vertrag verliert und ab dem 16. März nirgendwo mehr das Arbeiten anfangen könnt. Also jetzt zu kündigen, wäre strategisch aus jeder Perspektive der größte Fehler, den ihr machen könnt. Wenn ihr 10 Jahre zum Beispiel wo arbeitet und eine, sogar Anrecht auf eine fette Abfindung habt, denn ich will mich jetzt hier nicht als den krassen Arbeitsrechtsexperten hinstellen, aber ich bin lange genug im Pflegemanagement und habe schon viele Prozesse mitbekommen. Ich glaube sogar, dass ihr sogar ein Recht auf eine Abfindung haben würdet bei einer personenbedingten Kündigung. Meine Meinung. So, es ist meine Meinung und ich darf ja meine Meinung ja wohl sagen, oder? So. Ich selbst bin Pflegedienstleitung in Pflegedienst und mir wurden dann 8 Leute fehlen. Die musst du erstmal ersetzen. So, also. Hier, liebe Kollegen, ich würde keinen Namen nennen, aber den Stream werde ich euch später woanders hochladen. Und da du auch verantwortliche Person bist, will ich nicht, dass man auf dich zurückführen kann. Deswegen möchte ich dir zum Tipp geben. Sag deinen Kollegen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nicht impfen. Ich werde euch am 15. März melden, werde aber in die Meldung reinschreiben, ich kann ohne euch meine Tour nicht abdecken. Und wenn ich meine Tour nicht abdecken kann, sind die Menschen, für die wir verantwortlich sind, nicht mehr zu versorgen. So. Und da muss der Gesetzgeber, der Sozialstaat, muss ich dann selber überlegen, was ist jetzt die Konsequenz? So, wollen wir, dass diese Menschen, für die wir als Gesellschaft alle die Verantwortung tragen, weil die Menschen werden ja nicht von meinem Geld gepflegt oder nicht von eurem Geld, sondern von unserem eigenen Geld gepflegt. Das ist ja entweder über die Krankenversicherung oder über die Sozialämter oder anteilig auch über die Eigenanteile. Und jo, also das wäre meine Empfehlung an euch. Hier vom Mehrstreit durchhalten, das sehe ich ganz genauso. Abwarten, Tee trinken. Wenn ich was im Management gelernt habe über ein Jahrzehnt Management, abwarten. Ich habe jetzt in einem Jahrzehnt, kann ich euch sagen, Leute, Pflegeweiterentwicklungsgesetz, Pflegestärkungsgesetz, PSG 1, PSG 2, PSG 3, die Einführung der hier, also 1000 Sachen. Also ein paar Sachen fallen mir jetzt nicht ein. Ich habe, ich glaube, 7 oder 8 Gesetze habe ich umsetzen müssen. Ne? Und es wurde nie so heiß gekocht wie gegessen. Also von daher, abwarten. Abwarten, liebe Kolleginnen und Kollegen, macht draußen keine Fehler, bleibt ruhig, nicht kündigen, auf gar keinen Fall kündigen, ihr gebt alles auf, was ihr habt, eure kompletten Rechte und für euren Arbeitgeber ist es auch eine Katastrophe, ich sage es da ganz offen und ehrlich, weil ich bin jemand auch, der für, ich schreibe jetzt keine Dienstpläne mehr, aber ich bin diesmal verantwortlicher, weil ich im Endeffekt die Gesamtverantwortung für Leistungen trage und wenn bei uns einzelne Kollegen gehen, wegen so einer Nichtigkeit, ist das natürlich ein Drama und ich spreche auch für viele andere verantwortliche Leitungen, weil ich finde es sehr verantwortungslos, wenn man sich hinstellt und diese Impfpflicht mit Ach und Krach und Gewalt durchdrücken möchte, da merkt man einfach nur, dass man entweder Populist ist oder in seinem Leben noch nie einen Dienstplan verantwortlich geschrieben hat. So. Oder wirklich mal 1, 2, 3 Monate lang Dienstplan verantwortlich war, an dem Bett gearbeitet hat und für die Menschen auch verantwortlich war. Entscheidungen über die Köpfe der Menschen in den Weg zu treffen, ne? Und dann auch noch so klug daherzureden, ne? Für eine Impfung, für die es keinen Kohortenschutz gibt, finde ich schon sehr, sehr, sehr erbärmlich. So. Und ich will heute Abend auch nicht gegen die Impfpflicht wettern, das mache ich in keinster Art und Weise, aber ich will meine Meinung kundtun. Meine Meinung zu diesem Thema ist eigentlich ziemlich eindeutig. Bis vor 3 oder 4 Monaten hat es immer noch geheißen, schaut bitte nach Portugal und schaut bitte nach Spanien und schaut doch mal, was die für eine hohe Impfquote haben. Ich habe erst heute gesehen, dass die noch höhere Inzidenzzahlen als Deutschland haben, obwohl die eine höhere Impfquote haben. Was heißt im Endeffekt, dass die Zweifelimpfung bisweilen als das Nord bis Ultra propagiert worden ist, gar nicht die Lösung ist. Jetzt spricht man ja vom Boostern, dass das die Lösung sein soll. Dass das einem normalen Menschenverstand wahrscheinlich nicht ganz einfach beizubringen ist, ohne dass man denjenigen irgendwie, ich will keine falschen Worte in den Mund nehmen, aber das ist doch ganz klar, dass es schwierig ist und dass die Leute dann auch fragen, was ist denn eigentlich hier los? Und ja, und ich verstehe es auch ganz ehrlich, dass die Kolleginnen und Kollegen sagen, ich hab keinen Bock drauf, mich alle 6 Monate impfen zu lassen. Ist es jetzt eine Dauermedikation oder was ist es jetzt hier so ungefähr? Also so, das ist meine Meinung zu dem Thema. So, meine Meinung, auch wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, ich bin wahrscheinlich Deutschlands bekannteste Leitung in der Pflege und ich finde auch, Verantwortung zu tragen, heißt ja nicht nur Verantwortung für die Menschen, die wir pflegen, zu tragen, weil wir durch die Impfung ja die Menschen, die wir pflegen, ja nicht mehr schützen, sondern wir schützen uns selber und somit schützen wir zwar möglicherweise mehr das System, aber irgendwie nicht, weil wir durch diese Einführung ja viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Beruf treiben. Und bitte, wenn wir schon von Moral und Ethik sprechen, Real Talk, machen gleich weiter mit den Fragen. Und bitte, wenn wir schon von Moral und Ethik sprechen, wir sprechen seit 5 bis 10 Jahren nichts anderes davon, den Beruf attraktiver zu machen. Mit dieser Impfpflicht haben wir diesen Beruf, wir haben ihm sein Ende gegeben. Meiner Meinung nach, Stand heute ist ein Ende gegeben. Okay, wenn wir schon eine Impfpflicht für Pflegekräfte einführen, okay, so, wenn wir sie einführen, aber dann bitte für alle. Dann bitte für alle. So, dann bitte für jeden Menschen, Ü18 oder Ü60. Oder keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art, aber
irgendwie so. Aber gerade diejenigen, die wir schützen sollen, sollen nicht gepflegt, sollen nicht geimpft sein. Aber diejenigen, die Dienste abdecken, die müssen wohl jetzt irgendwie geimpft sein. Das ist schon natürlich sauber. Das ist natürlich sauber. Und da appelliere ich auch an meine eigene Partei, an meine eigenen Lobbyisten, Kolleginnen und Kollegen, die auch irgendwie im Bundestag Lobby machen für die Altenpflege, appelliere ich ausdrücklich, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommt zur Besinnung. Wenn ihr euer Dienstplan geschrieben habt, kommt zur Besinnung, passt auf. Wir werden, wenn wir pro Station einen Kollegen verlieren, ist es schon eine Katastrophe. Weil bisher ist es ja so, dass Kollegen wechseln und dadurch ja möglicherweise einigen Pflegeheimen es gut geht und anderen Pflegeheimen es schlecht geht und es den Effekt hat, dass möglicherweise einzelne Pflegeheime gut und andere Pflegeheime schlecht sind. Dieses Gesetz hat den Effekt auf alle Pflegeheime oder alle ambulanten Pflegedienste und alle Krankenhäuser, egal wie gut und wie schlecht sie sind. Denn es reißt Menschen aus dem Beruf nicht, weil sie unzufrieden sind, sondern weil sie einfach auf ihre körperliche Unversehrtheit bestehen. Was ich sogar als Mensch ausdrücklich verstehe. Ich bin dreimal geimpft, aber ich verstehe es. Wenn ich Angst davor habe und es nicht möchte, whatever, und ich kann Millionen Gründe der Welt haben, ne, und mich einfach nicht impfen lassen möchte, verstehe ich es als Mensch? Wer bin denn ich als Gesetzgeber? Ja, wer bin denn ich als Arbeitgeber? Und wer bin denn ich als Manager Uhur oder als Person der Öffentlichkeit, mich hinzustellen und zu sagen, aber wenn ihr euch nicht impfen lässt, tut ihr euch aber ganz schön unmoralisch verhalten und so weiter und so fort. Das finde ich erbärmlich, aber das ist typical. Typical German Doppelmoral. Das ist immer das, wovon ich rede. Ich liebe Deutschland, mein Land, ich bin Deutscher. Aber bei sowas sind wir sehr doppelmoralistisch, weil wir glauben, immer mit Gesetze und mit Regeln alles unterbuttern zu können. Das ist aber ein Quatsch. Das ist aber ein Quatsch. Diese Pandemie werden wir nicht mit Gesetzen unterbuttern können, sondern mit unserer Verhaltensweise. Aber das ist meine Meinung zu diesem Thema. Und wenn möglicherweise auch mit ein Impfstoff kommt, der auch nicht ständig nachgebuttert werden muss, sondern möglicherweise auch irgendwie, ja, vielleicht auch mal eine Impfung reicht. Aber das ist meine Meinung zu dem Thema. So. Gut, also Statement rausgehauen, nächste Frage. Fragestellung, genau. Inwiefern glaubst du, hat das Folgen auf die Qualität der Pflege? Also, ich sag's mal so, ganz ehrlich, ich habe euch schon gesagt, bisher ist es ja so gewesen, dass, wie ich euch schon gesagt habe, ein gutes Pflegeheim hat Personal gezogen und ein schlechtes Pflegeheim hat Personal verloren. So. Aber trotzdem war es eine Mischkalkulation gewesen, weil das schlechte Pflegeheim noch Risikopersonal holen konnte und das gute Pflegeheim dann auf Risikopersonal verzichtet hat und möglicherweise das Pflegeheim, das einfach besser war und das Pflegeheim, das schlechter war, einfach schlechter war. Ich gehe aber davon aus, dass aufgrund dieser Impfung 1 bis 2 Kollegen pro Pflegeheim, pro ambulanter Pflegedienst, pro Krankenhaus und so weiter aufhören werden. Willst du zum Papa kommen? Okay, kein Problem. Im Pflegeheim aufhören werden zu arbeiten. Das hat einen Effekt auf alle, das Gesamtsystem. Also wir sind in meinen Augen mittlerweile so in unserer Meso-Ebene, also wirklich nur als Manager, und ich höre von vielen anderen Managern, es muss her, so sehr auf einer Meso-Ebene, dass wir komplett den Verstand verloren haben und nur noch auf uns achten. Aber eine Impfpflicht betrifft ja alle. Und das heißt ja im Endeffekt, dass überall Kolleginnen und Kollegen aufhören werden. Ne? Und auch wenn wir gut sind und einen guten Job machen, hat es ja den Effekt, dass nicht mehr Kolleginnen und Kollegen zu uns wechseln werden. Ne? Weil im Endeffekt, wie sie es ja nicht mehr gibt, so. Weil ich sag's nochmal, 1 bis 2 Kollegen pro Einrichtung sind eine Vollkatastrophe. In einem System, das ja eh schon große Probleme hat. Wir bilden zwar jedes Jahr mehr Kolleginnen und Kollegen aus, aber wir befinden uns ja momentan mitten im Tsunami. Der Tsunami nennt sich demografischer Wandel. Wir werden immer älter als Gesellschaft. Also das mussten wir uns einfach vor Augen halten. Von daher finde ich schon sehr, 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 sehr. Also es gab keinen schlechteren Zeitpunkt als jetzt, ein Impfpflicht einzuführen. Man hätte die Impfpflicht für Pflegekräfte möglicherweise mit einer allgemeinen Impfpflicht verbinden können. Da hätte keine Sau danach gekräht. Da hätte keiner Mut aufgemacht, in Sachen wäre nichts gewesen. Aber wenn es genauso kommt, wie es heute geplant ist, heute ist der 30. Dezember 2021, wenn es genauso kommt, wie es geplant ist, wird es eine Vollkatastrophe sein. Ich bin davon überzeugt, Pflegeheime werden schließen, ambulante Pflegedienste werden zumachen, Krankenhäuser werden massiv Betten zumachen, was eine Verknappung der allgemein versorgenden Aufgabe mit sich zieht. So, das ist meine Meinung. Frage gestellt, Frage beantwortet. Genau, Leute, da machen wir mal weiter. Wir gehen jetzt mal auf die aktuelle Altenheim ein. Das ist ganz wichtig für diejenigen, die mir auch wissen, dass ich ja auch wissenschaftlich unterwegs bin. Die Altenheim ist logischerweise keine Zeitung, die wissenschaftlichen Kriterien standhält. Mein Video tut es logischerweise heute auch nicht, sondern es soll praktischen Kriterien standhalten. Ne? Und praktischen Kriterien tut logischerweise die Altenheim ganz hier standhalten. Also falls dann irgendwelche Klugscheißer kommen und man meine, ich tue jetzt hier aus falschen Zeitungen zitieren, nur noch mal so viel dazu. Gut, also
Jetzt gehen wir mal schnell durch. Professor Ronald Richter hat einen Artikel geschrieben, ne? Also Rechtsanwalt für Fachanwalt für Steuer- und Arbeitsrecht. Das Infektionsschutzgesetz und die Impfpflicht. Die Anlehnung an die Regelungen bei der Masernpflicht wurde durch das Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen Covid vorübergehend eine Impfpflicht für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeeinrichtung vorgesehen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir gehen gleich auf den Punkt 1, also ein bisschen, wir gehen gleich auf den Punkt hier ein, der Rat für die Praxis, weil ich will hier nicht einen kompletten Artikel vorlesen. Ne? Ich will ja heute Abend kein Stimmbuch haben. Also, in Pflegeheimen tätigen Personen müssen ab dem 16.03. geimpft oder genesen sein oder ein ärztliches Zeugnis über das Bestehen einer Kontraindikation gegen Covid-19 besitzen. Habe ich schon in zwei, drei anderen Streams gesagt, nichts Neues. Die Leitung der jeweiligen Einrichtung hat sich einen Nachweis bis zum 15.03. vorzulegen lassen. Das heißt, wir als Manager oder als Leitung müssen uns das vorlegen lassen. Neue Arbeitsverhältnisse sollen nur nach Vorlage eines neuen Scheines passen. Das ist auch nichts Neues. Im Pflegeunternehmen tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bis zum 15.03. keinen Nachweis vorlegen können, werden ohne Bezüge freizustellen sein. Ha! Das ist jetzt genau die Fragestellung, wo auch der Gesetzgeber in sein Gesetz keine richtige Antwort drauf gibt. In meinen Augen nicht. Nochmal, im Pflegeunternehmen tätige Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, die bis zum 15.03. keinen Nachweis vorlegen können, werden ohne Bezüge freizustellen sein. Hat aber nicht geheißen, dass die Tätigkeitsverbot und das Freistellungsgeschichte nur vom Gesundheitsamt aufgestellt werden kann, Herr Professor Richter? Oder habe ich mich geirrt? Das gilt es noch zu klären, das ist in meinen Augen nicht klar definiert. Bei Zuwiderhandlung droht eine Beschäftigungs- und Ordnung, den Beschäftigten ein Ordnungsgeld in Höhe von 2.500 €. Aha, das ist erstmal die Theorie. Aber nochmal, wenn am 15. März das Pflegeheim meldet, mein Kollege hier ist nicht geimpft, ich brauche diesen Kollegen, ansonsten kann ich den Dienstplan nicht abdecken, bin ich gespannt, was passiert. Keine Ahnung, wir werden sehen. Die Vorlagefrist ist zunächst befristet bis zum 31.12., also das Gesetz ist befristet bis zum 31.12. Eine Testung muss für geimpfte oder genesene Beschäftigte mindestens zweimal pro Kalenderjahr durchgeführt werden. Eine Testung muss für geimpfte oder genesene, das heißt, glaube ich, auch, dass wahrscheinlich zweimal im Jahr mindestens die Heime auch oder die ambulanten Pflegedienste und die Krankenhäuser auch melden werden müssen. Eine Impfpflicht für Bewohnerinnen oder Bewohner, Tagesgäste oder Pflegekunden wurde nicht geregelt. Ebenso gibt es keine Impfpflicht für Besucher und Besucher. Ey, das ist so hart. Das ist so hart. Gerade viele Pflegeheime haben es doch mitbekommen, dass sie Infektionsausbrüche hatten. Ne? Oder weil Besucher es zum Teil mitgebracht haben. Gottes Willen, ich will Besucher nicht vorwerfen. Ne? Die wollen ja auch nur ihre Angehörigen sehen. Aber dass die sich nicht impfen lassen müssen und dass sich Bewohner nicht impfen lassen müssen, dass sich Kunden aber wirklich nicht impfen lassen müssen, aber das Personal, das finde ich schon echt dirty. Also das finde ich schon echt dirty. So. Jetzt gehen wir mal auf die arbeitsrechtlichen Fragen ein. Peter Sausen, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht und Inhaber, machen wir gleich mal Werbung für den Mann, Kanzlei, Steinrücke und Sausen. Also falls jemand einen offensichtlich guten Anwalt braucht, scheint es ein guter Anwalt zu sein. Kenne ich übrigens einen guten Mann. Der Rat für die Praxis. Mitarbeiterinnen in Pflegeeinrichtungen müssen bis zum 15. genau das gleiche schreiben, schreibt er. Liegt der Nachweis nicht vor oder bestehen Zweifel an der Echtheit bzw. inhaltlicher Richtigkeit, muss das Gesundheitsamt informiert werden. Bei beharrlicher Weigerung kommt als letztes Mittel im Einzelfall eine personenbedingte Kündigung in Betracht. Aber wie ich euch schon erwähnt habe, muss der Mensch auch erstmal abgemahnt werden. Änderungen des sozialversicherungsrechtlichen Status betroffener Arbeitnehmer sind nicht zu befürchten, sondern sofern das Arbeitsverhältnis... Das ist ein ganz wichtiger Satz, Leute. Das ist ein ganz wichtiger Satz, wo ich... Das ist ein ganz wichtiger Satz. Ein wichtiger Satz. Änderungen des sozialversicherungsrechtlichen Status. Heißt, was ich bisher angenommen habe, Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und die ganzen fünf Versicherungen, die wir haben, dass sie selbst übernommen werden müssen, ne, scheinen wohl im Moment nicht zu sein. Betroffene Arbeitnehmer sind nicht zu befürchten, sofern das Arbeitsverhältnis fortbesteht. Ja, das ist natürlich auch richtig zu interpretieren. Das heißt im Umkehrschluss, dass im Endeffekt... Also wir haben jetzt hier zwei Optionen, so wie ich es richtig wahrnehme. Option Nummer 1, ihr werdet ganz normal weiterarbeiten, weil euch euer Arbeitgeber als immer unabdingbar sieht und ihr bekommt auch weiterhin euer Geld. Oder Option Nummer 2, euer Arbeitgeber sagt, ab dem 16. beteilige ich nicht mehr, weil ich Angst habe und ich tue das Gesundheitsamt melden und die sollen machen, was sie wollen.
Ich glaube, die zwei Optionen habe ich jetzt rausgelesen und tue ich auch interpretiert aus diesem Gesetz. So. Also bitte, wenn jemand eine andere Meinung ist, gerne in die Kommentare schreiben. Ich tue es so interpretieren. Das wird, ich denke, wie alles, wie faktisch jedes Gesetz oder auch jede Verordnung, die wir in Deutschland haben, irgendwo ist auch immer ein gewisser Spielraum. Und ich denke, zwischen diesen beiden Extremen wird es auch sein. Also entweder die Pfleger haben werden sagen, ab 16 Schulwege, ich bezahle nicht mehr. Du darfst nicht mehr arbeiten. Oder die Bezahlung geht weiter und der Arbeitgeber wird darauf beharren, dass sie diesen Kollegen brauchen. So, die beiden Sachen werden kommen. Wenn ihr mich jetzt fragt, was ich machen werde, weiß ich nicht. Darauf möchte ich jetzt nicht antworten. Mir gehören die Pflegeheime nicht. Ich bin auch leitender Angestellter, kann ich nicht sagen. Gut, so viel dazu. Das ist, denke ich mal, so jetzt meine Interpretation der Welt beziehungsweise des aktuellen Geschehens. Das finde ich sehr spannend. Das finde ich sehr spannend, weil das Einzige, was mir bisweilen Sorgen gemacht hat, ist, was heißt Sorgen oder halt Sorgen für die Kolleginnen und Kollegen, die sich impfen lassen wollen, ist der sozialversicherungspflichtige Anspruch. Der hat mir Sorgen gemacht, der ist aber hier im Endeffekt absolut irrelevant, weil offensichtlich Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und so weiter automatisch weiterlaufen. Und wenn man Glück hat, Glück in Klammern hat, könnte es sein, dass der Arbeitgeber einfach weiter bezahlt, weil er sagt, dem Gesundheitsamt, liebe Behörde in Schleswig-Holstein, wir brauchen Maria Müller unbedingt, weil ohne Maria Müller ist nicht mehr abzudecken. Dann wird Schleswig-Holstein Gesundheitsamt wird sich überlegen, wird sagen, wir sind hier ein Sozialstaat und wir haben immer die sozialrechtlichen Aspekte im Vordergrund. Also weiter bezahlen, also weiter beschäftigen. Oder wir haben Plan oder Option B, dass der Kollege gemeldet wird und das Gehalt einbehalten wird und das Pflegeheim den einfach nicht mehr plant. Die beiden Möglichkeiten sehe ich. Der Gesetzgeber lässt genau diesen bewussten Spielraum. Ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, dass der Gesetzgeber so raffiniert ist, aber das ist sehr offensichtlich sehr, sehr raffiniert. Also er kommt gar nicht so sehr über diese sozialversicherungsrechtliche Schiene, sondern es wird auch sehr, sehr viel Verantwortung den Betrieben übertragen. Und im Endeffekt kann es der Betrieb darauf ankommen lassen und der Betrieb kann seinen Kollegen weiter beschäftigen, auch weiter bezahlen. Es steht nirgendwo etwas, dass er nicht bezahlt werden darf. Gell? Ganz wichtig, weil das Betretungs- und Berufsverbot, nur dann darf der Betrieb nicht mehr bezahlen, kann er nur das Gesundheitsamt ausstellen. Das ist ja genau, worauf er verwiesen wird. Und ich glaube, das wird nur Ultima Ratio sein. Das heißt, im schlimmsten Fall, dass auch wirklich Berufs- und Betretungsverbote ausgestellt werden. Und das werden sie aber auch nur machen bei Betrieben, wo der Arbeitgeber sagt, den brauche ich nicht, er will sich impfen lassen, ist mir wurscht, ich habe dich gemeldet. Und dann wird es wahrscheinlich so ablaufen. Aber bei den Kolleginnen und Kollegen, die unbedingt gebraucht werden, wird es der Arbeitgeber beziehungsweise das Gesundheitsamt niemals dieses Berufs- und Betretungsverbot ausstellen, sondern sie werden im Endeffekt auf die Unabhängigkeit des Arbeitgebers pochen, beziehungsweise darauf hinweisen, okay, sie dürfen weiter arbeiten. Und dann ist es halt so. Also ich glaube, es gibt zwei Auswege, weil ich gefragt worden bin auf Impfpflichtgeschichte. Option A, der Arzt stellt etwas fest, dass ihr nicht geimpft werden könnt. Option B, euer Arbeitgeber macht genau diesen Move, wo ich gerade eben gesagt habe, und schreibt dem Gesundheitsamt, wir brauchen diesen Menschen, wir können ohne ihn nicht abdecken. Weil, ich bin mir sicher, kein Gesundheitsamt und keine Heimaufsicht wird sagen, nö, sie können doch abdecken. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ja gar nicht möglich. Sie können nicht sagen, ihr könnt abdecken. So, wer kann das behaupten? So, wer kann behaupten, ob ein Dienstplan abzudecken ist oder nicht abzudecken ist? So, also das ist aus meiner logischen Perspektive. Es gibt ja gerade auch für Dienstpläne in der Alten- und Krankenpflege und in der ambulanten Pflege gibt es ja auch nur ganz, ganz wenige Fachbücher, die auch in meinen Augen sehr gut sind, nur am Rande. Und da möchte ich auch gleich mal Werbung machen. Auf unserem Pflegekongress am 2. Juli 2022 wird sogar jemand einen Vortrag halten, ne, der zu diesem Thema eine Doktorarbeit geschrieben hat. Also so viel zum Thema Dienstplan. Damit ist wahrscheinlich sowieso zu der Zeit dann auch schon vom Tisch fallen, die Impfpflicht. Und da bin ich eh gespannt, was das bis dahin ist, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Also kann es sein, dass trotz Impfpflicht arbeiten darf? Jo, genau das kann sein. Genau so ist es sogar. Und der Gesetzgeber hat offensichtlich genau diese Lücke gelassen. Der Gesetzgeber hat ganz, ganz raffiniert gemacht, dass ich, ganz ehrlich, ich tue jetzt mal hier eine Hypothese aufstellen. Die Impfpflicht für Pflegekräfte, die muss schon monatelang vorbereitet gewesen sein, monatelang, weil so schnell ist man nicht so raffiniert. Das ist gar nicht möglich. Da müssen locker 10 Mitarbeiter dran gesessen haben, 10 Juristen, die sich genau Gedanken gemacht haben, wie können wir die Impfpflicht gestalten, dass wir auch noch irgendwie den Arbeitgeber Platz zum Atmen lassen. Dieses Gesetz, was jetzt so schnell beschlossen worden ist, das muss schon mindestens 2 Monate in Bearbeitung gewesen sein. Mindestens. Also es wurde im Dezember beschlossen, also hat man schon im Oktober geplant, in meinen Augen. Wie gesagt, das ist jetzt hier Spekulation, ich bin mir sicher, ich kann mir sicher sein, weil ich weiß, wie die Prozesse funktionieren, ich weiß, wie die Systeme funktionieren, ich weiß auch, wie Macht denkt. So, das haben die schon vor 2 Monaten gemacht, weil es ist nicht möglich, solche Lücken einzubauen.
Die haben bewusst solche Lücken angebaut. Die Lücken haben sie deshalb angebaut, um im Endeffekt auch den Arbeitgeber vor einer Katastrophe zu warnen, aber zeitgleich auch zu sagen, es gibt eine Impfpflicht. Das ist sehr raffiniert gemacht, dieses Gesetz. Und er wird auch sehr stark den Arbeitgeber den Ball zugespielt. Ja, auf die Frage, der Arbeitgeber kann weiter beschäftigen bei einer Impfpflicht, wenn er darauf besteht und im Zweifelsfall meldet, dass der Dienstplan nicht mehr abzudecken ist. Ja, Leute, so ist es. Wo schaut's aus? So, gut. Jetzt soll ich mich hier fragen. Ansonsten mache ich ein bisschen Real Talk. Jetzt machen wir schon hier in 3, 4 Stunden. Oh, hier ist jemand. Tue ich einfach mal einladen. Komm, plädiere, tue ich mal einladen. Tue ich mal gratulieren zu 4.000 Follower. Mann, machen wir das jetzt hier? Kann man die jetzt hier einladen? So, ich habe jetzt erstmal mein Statement hier rausgeholt. Tue ich mal ein paar Leute einladen. So, die Lust haben, mir live zu gehen. Dann können wir uns ein bisschen nochmal live zur Impfpflicht unterhalten. Schauen wir mal, ob wir live kommen, die Hübschen. Ja, Leute, genau. Also, das war jetzt erstmal so die Zusammenfassung. Wir fassen erstmal schön zusammen. Also, Impfpflicht kommt. Auswege A. A ist im Endeffekt Ausweg Nummer 1, ärztlicher Attest. B, Arbeitgeber besteht darauf, dass ihr euch braucht. Das ist durch mein laut Denken. Wenn ihr einen guten Rat zu eurem Arbeitgeber habt, dann kann euer Arbeitgeber ja am 14. oder 13. März den Gesundheitsamt melden, der ist nicht geimpft, ich brauche den. Und somit würdet ihr ja so gesehen euer Gehalt weiterbekommen, alles würde weiterlaufen und die Sache wäre so gesehen vom Tisch. Habe ich das richtig verstanden? Ja, habe ich sie verstanden. Ne? Wenn ihr Pech habt, kann es genau das gleiche werden, der gleiche Prozess vonstatten gehen und der Arbeitgeber meldet euch auch. Also er melden muss euch sowieso. Also die Meldepflicht, die ist da. Melden tut euch sowieso. Euer Arbeitgeber meldet euch und es hat den Effekt, dass er sagt, ja, ich melde ihn, tut ihn aber auch nicht beschäftigen. Das ist im Endeffekt dann gleichzusetzen mit dem, ihr seid zwar weiterhin versichert, was meine Klammer größte Befürchtung war für die Kolleginnen und Kollegen, dass sie somit auch in die Insolvenz getrieben werden könnten, was sie nicht werden, aber kein Gehalt mehr bekommen. Und dann wird es wahrscheinlich auf ein arbeitsrechtliches Verfahren hinauslaufen. Und dieses Verfahren wird wahrscheinlich auch der Arbeitnehmer verlieren, aber es wird sich hinauszögern. Es wird teuer werden. Insofern, ich bin mir sicher, dass ihr auch einen Anspruch auf eine Abfindung habt. Davon bin ich überzeugt. So, auch wenn es personenbedingt ist. Wenn ihr, glaube ich, vor dem Arbeitsgericht klar und verständlich darstellen könnt, weshalb ihr euch impfen lassen möchtet. Bist du mal dran? Nein? Okay. Wenn ihr vom Arbeitsgericht klar und verständlich darstellen könnt, weshalb ihr euch nicht impfen lasst, glaube ich bin jetzt kein Arbeitsrechtsanwalt, aber ich habe schon viele Verfahren mitgemacht und ich weiß, wie Arbeitnehmer freundlich, doch muss man so einfach, muss man so also ehrlich muss man sein. Das sage ich sogar ich als arbeitnehmerfreundlicher Manager, aber Deutschland ist sehr arbeitnehmerfreundlich, dass ihr höchstwahrscheinlich auch eine Abfindung bekommen werdet. Also, das wird auf den Vergleich hinauslaufen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. So. Und dann werdet ihr halt eine Abfindung bekommen und ja, und das war's dann. Und dann werdet ihr wahrscheinlich danach dann arbeitslos. So wird es wahrscheinlich laufen, meiner Meinung nach. Also, wir fassen zusammen. Ich glaube, es gibt einen Ausweg, aber der Ausweg ist sehr, sehr vom Chef, abhängig. Anders sieht es momentan, ehrlich gesagt, nicht. Also, es ist auch sehr interessant, dass auch in der Altenheim dazu nicht mehr geschrieben wird. Das sind 2 Artikel. Kann ich jetzt auch nicht mehr so sagen. Also, Real Talk, also jetzt muss ich mich selber mal loben. Ich glaube, ich bin echt besser informiert als diese Leute dort, weil ich schon alle Gesetze schon 100 Mal in den Livestreams erzählt habe. Ich habe mich auch selten tatsächlich in meinem V-Logs oder in meinem Blog oder in meinem Pflegemanagement-Blog, seit ich mache es jetzt auch schon jetzt 4 Jahre, habe ich das selten in eine Thematik so stark eingelesen und eingearbeitet wie in dieses Thema, weil ich nicht, weil ich jetzt in diesem Thema prahlen möchte, sondern weil es in meinen Augen kein Thema gibt, das die Pflege so sehr gefährdet wie dieses Thema, wie die Impfpflicht. Gibt es nicht. Gab es in den letzten 5 Jahren, wenn ich mich Social Media mache, gab es nicht. Es gab viele Änderungen. Wir haben Sparen gehabt. Wir haben tausende Änderungen gehabt, wo ich mich echt frage, auch Skandale gehabt. Alles kein Thema, alles ausgehalten. Aber die Impfpflicht ist eine Gefahr für alle. Weil die Impfpflicht insofern eine Gefahr für alle ist, weil sie sie alle betreffen wird, egal ob ihr gut seid oder schlecht seid. Denn da spielt es keine Rolle mehr, ob ihr eine gute Pflegeeinrichtung seid oder eine schlechte Pflegeeinrichtung seid oder ein guter Anwalt der Pflegedienst seid oder die besten Arbeitsbedingungen in Deutschland habt. Trotzdem werden euch eure Kollegen verlassen. Und es wird die Guten und die Schlechten betreffen, das gesamte System. Und somit
macht es ja fast keinen Sinn mehr, gut zu sein, weil die Guten sich ja für die Schlechten nicht mehr Dinge ändern können, weil alle automatisch in eine Krise geraten werden. So, das ist jetzt meine Interpretation des Systems. Und ich frage mich auch ganz ehrlich, wo sind aktuell die ganzen Schlauberger im Endeffekt, hier Gesundheitsökonomen, die immer alles vorrechnen, wie viel Pflegebedarf wir haben. Und jo, hier ist eine Diskussion in diesem Chat hier unten. Was wird denn hier so? Ich kann momentan nicht. Schade, Blendina. Das war mir von Anfang an klar, dass sowas kommen wird. Das haben sich leider viele aus Angst impfen lassen. Okay, aus Angst impfen lassen. Okay, das muss wieder für sich wissen. Ich finde, Ihre Überzeugung wäre schöner gewesen. Natürlich, wir Fliehkräfte haben aus Angst impfen lassen. Große Umflug nenne ich die These. Kommt gleich live. Oh, John kommt auch noch kurz live. Komm, John, dann schauen wir nochmal hier runter ein bisschen quatschen. Ich würde gerne mal einen Praxis dazu sprechen. Im Übrigen, zwei Themen, ein Thema ist noch offen in meinen Augen. Es ist noch eine ganz große offene Frage, die mir keiner beantworten konnte bisher. Arbeitgeber müssen ja im Moment Thema Schwangere. Ich will noch mal kurz auf das Thema Schwangere eingehen. Gerade auf Kolleginnen und Kollegen, die aktuell im Berufsverbot sind. Berufsverbot heißt ja, Arbeitgeber stellt Berufsverbot aus. Krankenkasse übernimmt die Kosten der Freistellung. Arbeitgeber bekommt das Geld über einen besonderen Satz von der Krankenkasse refinanziert. 1:1. Also mal angenommen, der Kollege verdient, keine Ahnung, 2.900 brutto. Dann bekommt der Arbeitgeber genau die 2.900 brutto überwiesen und die Sache ist vom Tisch. Jetzt habe ich aber, und in meinen Augen war es klar gewesen, dass Kolleginnen und Kollegen, die im BV sind oder in Elternzeit oder in, also wobei diejenigen, die Mutterschutz sind und Elternzeit sind, das ist in meinen Augen klar, weil da kann der Arbeitgeber, weil die sind ja im Moment nicht auf der Lohnliste, egal sein und hat auch keine Konsequenz. Aber es ist in meinen Augen jetzt gerade auch aufgrund der Pandemie und aufgrund der Pandemie müssen die meisten Arbeitgeber, zumindest alle, wir haben alle unsere schwangeren Damen, haben wir in das BV geschickt, faktisch aufgrund der erhöhten Gefahr und des Kindeswohles, das gefährdet ist, die Kolleginnen in Berufsverbot schicken. Zumindest wir haben alle, weil ich bin selber Vater, ich habe Verantwortung, ich könnte mir nicht in den Spiegel schauen, wenn da irgendwas einer Mutter oder einem Kind passieren würde oder einem nicht geborenen Kind. Von daher haben wir alle in BV geschickt und es waren in diesem Jahr sehr viele gewesen, also wir hatten echt Schwangerschaftsproblem gehabt. Aber gut, ich freue mich für alle. Aber Arbeitgeber hinterher, ich bin ein Mensch. Und jetzt ist der Punkt. Da die ja weiter bezahlt werden, ja, weil sind ja noch auf der Lohnliste des Arbeitgebers. Jetzt ist die Fragestellung, die mir kein Gesetz, kein Experte bisher beantworten konnte, müssen die jetzt eine Impfpflicht nachweisen, ja oder nein? Weil sie sind ja bis zum 15. März sind ja einige noch im BV. Ich glaube, Stand heute, das ist eine Auslegungssache. Einige Kolleginnen und Kollegen wurden ja schon angeschrieben, die mir geschrieben haben, die haben gemeint, der Arbeitgeber besteht darauf. In meinen Augen ist es eine Auslegungssache, weil das Gesundheitsamt bei denen nicht nachhaken wird, weil die sind ja nicht im Betrieb. Das kann dem Gesundheitsamt egal sein, weil die sind ja im Beschäftigungsverbot, bis das Kind auf die Welt kommt. Und bis dahin muss eine Regelung her. Also ich bin mir sicher, da wird es noch vom Gesetzgeber eine Informationsschreiben geben. Lieber Arbeitgeber, bitte übertreibt mal nicht mit euren Nachweispflichten. Ne? Und lasst mal bitte die schwangeren Frauen in Ruhe. Weil diese schwangeren Frauen, die aktuell im BV sind, die lassen wir bewusst in Ruhe und hört auf, diese Frauen zu stressen. Ne? Weil hier, die tragen die Zukunft unseres Landes in ihren Bäuchen, ne? Und hört auf, sie zu stressen. Das ist so meine Meinung. Also von daher, in meinen Augen ist dieses Gesetz gerade auch Schwangeren gegenüber eine Interpretationsbasis. Und ich bin der Meinung, also zumindest ich werde jetzt nicht meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung sagen, schreibt mal die Schwangeren an und sagt mal, die Schwangeren sollen mal schnell hier was nachweisen. Ne? Weil wenn das Gesundheitsamt nachfragt, warum haben wir für die Schwangeren keinen Nachweis, dann würde ich sagen, hallo, wir sind schwanger und schwanger. Sie haben ein BV und hallo, sie werden nicht mehr arbeiten. Damit das Gesundheitsamt ja logischerweise sagt, ach ja, sie haben ja recht, ist ja vollkommen richtig, für die müsste es keinen Nachweis geben, weil es macht ja gar keinen Sinn, weil die gar nicht arbeiten. So. Und ob wir sie bezahlen, kann dem Gesundheitsamt erstmal SDH egal sein, weil wir bekommen das Geld jetzt sowieso 1:1 von der Krankenkasse refinanziert. Das ist meine Meinung zu dem Thema, aber ich glaube auch genauso, wie mit dem Impfgesetz umgegangen wird, im Bereich der Entgeltfortzahlung beziehungsweise auch mit der Meldung der Gesundheitsämter, glaube ich auch, dass es hier unterschiedliche Handhabungen geben wird. Und meiner Meinung nach ist die richtige Handhabung die, dass man die schwangeren Frauen in Ruhe lässt. So, das ist meine Meinung zu diesem Thema. Gut. Kommt der John eigentlich noch? Und jeder Arbeitgeber sagt, er braucht das, da ist doch die Impfung hinfällig. Ja, genau so wäre es. Aber wir haben in Deutschland keinen Zusammenhalt zwischen Arbeitgeber und zwischen Managern. Und wie ich euch vorhin gesagt habe, sind die meisten Manager und Menschen, die Verantwortung haben, nicht nur inkompetent, sondern sind auch in jeder Ebene begrenzt.
und sagen, ja, es muss ein Impfpflicht her und es wäre was passieren konnte, sollen die aus dem Beruf austreten und so weiter und so fort. Ja. Wir werden auch alle schauen, wo wir bleiben. Also ich sage es euch ganz offen und ehrlich, diejenigen, die jetzt am lautesten schreien, werden diejenigen sein, die am schnellsten zurückrudern werden. Weil keiner in einem halben Jahr, wo dann der gesellschaftliche Aufschrei groß sein wird, keiner wird sagen, ach, es war gut gewesen, dass jetzt Menschen zu Schaden kommen, weil wir keine Pflegekräfte haben. Kein Problem. Kein Problem. Selber Schuld, Pflegekräfte. Selber Schuldgesellschaft. Das wird keiner machen. So. Also von daher, ja, lieber an ACIP-Akademie, ganz klar, die Sache ist eindeutig. Eigentlich sehe ich bei jedem Arbeitgeber und jedem Manager eine Möglichkeit eines gewissen Ausweges. Sehe ich tatsächlich. Sehe ich. Also ich sehe es so. Aber das muss ich euch auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir kochen momentan viel zu warm. Wir kochen momentan, wie heiß kann Wasser kochen? 100 Grad. Ich glaube, wir kochen momentan alle auf 95 Grad Wassertemperatur. Kochen wir gerade eben. Ich bin mir sicher, dass wir dieser Stream wahrscheinlich in 2 Monaten obsolet sein wird. Das heißt überflüssig, denn es kommt eine allgemeine Impfpflicht und dann ist es egal. Dann haben wir uns alle verrückt gemacht und wir haben dafür gesorgt, dass Kollegen kündigen werden. Wir haben die Pflege aufgescheucht. Wir haben die Kollegen kirre gemacht. Und dann kommt die allgemeine Impfpflicht. Also es wird kommen. Ich bin sicher. Also ich bin mir da ganz, ganz sicher. Ganz sicher. Die kommt nur nicht vor Weihnachten, weil im Moment der Bundestag zu ist. Und es gibt auch schon 3 Anträge. Also 3 Anträge werden, meine ich, am 10. Juni, Januar oder 11. Januar werden 3 Anträge angegangen. Einmal ein Antrag, meine ich, von denjenigen, die komplett dagegen sind. Einmal einen Antrag für alle Ü18 und einmal einen Antrag für alle Ü60. Wenn ihr mich fragt, wenn ihr mich persönlich fragt, was durchgehen wird, wahrscheinlich U18. Meine Meinung. Weil wir werden wahrscheinlich im Januar eine Explosion von Omikron haben. Meine Meinung. Wir werden eine Explosion von Omikron haben. Hoffentlich wenig Toten, hoffentlich. Und dann wird dieses ganze Thema hier, was wir hier besprechen, komplett irrelevant sein, weil wenn der Bundestag am 10. Januar beschließt, dass wir eine allgemeine Impfpflicht einführen, dann wird die wahrscheinlich auch in 2 oder 3 Monaten eingeführt werden. Und dann wird es wahrscheinlich eine Verzögerung von maximal 4 Wochen geben, dass halt dann die Pflegekräfte bis zum 15. März geimpft sein müssen und die anderen Menschen bis zum 15. April zum Beispiel. Meiner Meinung nach wird es so kommen. Also ich glaube, gerade mit Hinblick auf die, und dann wird im Endeffekt der Austritt aus der Pflege obsolet sein. Deswegen empfehle ich wirklich jeder und jedem bitte, nicht zu kündigen, nicht den Job zu verlassen aktuell. Im Moment macht es noch gar keinen Sinn. Ihr verliert nicht nur alle eure Ansprüche, denn möglicherweise werdet ihr gebraucht, wahrscheinlich werden alle gebraucht. Und zum anderen wird es wahrscheinlich eh eine allgemeine Impfpflicht kommen und somit ist die Sache eh vom Tisch. So, das ist so meine Meinung zu dem Thema. Also lasst es erstmal sein mit den Kündigungen, da schadet ihr euch aktuell in meinen Augen auch nur selber. Und auch euch selber und euren Kollegen logischerweise, weil ihr auch die Dienstpläne so gesehen verlässt. Gut, Leute. So, jetzt haben wir noch 10 Minuten in Real Talk. Stell mal ein paar Fragen, Leute. Jetzt habe ich hier wirklich 50 Minuten lang reingeballert und auch Informationen rausgehauen. Ich denke, hoffentlich mal wieder. Doch, ich denke, heute habe ich mal gut aufgestellt gewesen. Komm zu Papa. Willst du mal Hallo sagen? Hallo. Hallo. Sehr schön. Okay, ist es der Papa hier? Ist hier? Ja. Was soll ich denn machen? Anziehen. Anziehen. Warte, ich soll mal anziehen. Okay. So, ist gut so? Ja, schon anziehen. Okay, gut. Alles klar. Dann schauen wir uns mal an hier. So, schaue ich gut aus? Ja, gut aus. Wie schaue ich aus? Gut. Wie Captain America? Ja. Okay. So, Jungs, aber ihr müsst aber leise sein, gell, wenn ihr schon mal Papa seid, okay? Okay, müsst ihr leise sein, gell? Papa ist jetzt gerade hier am erzählen ein bisschen. Zumindest noch ein paar Minuten bleibt noch online. Ja, Leute, aber auf jeden Fall. Also, übrigens, mir fällt euch was auf. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nur am Rande. Das ist eine Corona-konforme Brille, weil sie hat Seitenschutz. Also, es waren mal hier gleich mal Hygienexperten. So. Schau es mal her. Ist mir dir aufgefallen. Ich weiß gar nicht, woher haben wir die eigentlich? Hat die Mama gegeben? Die habe ich einfach gegeben. Ah, was? Wo? Ah, das ist eine Nerf-Brille. Ah. Wir haben nicht Corona, sondern wegen unserer Nerf-Fights, die wir machen. Schaut mal her. Die ist 100% Corona-konform. Ist überall abgesichert. Somit auch faktisch alles ohne. Können wir nur Nerf-Schnee machen? Nerf-Schnee? Ja. Wir können morgen Peter abschießen. Ja. Ja, Leute. Gut. Also, wie gesagt, ich glaube, wir haben ziemlich umfassend. Hat der Papa alles erzählt?
Ich denke auch. Ich denke auch. Habt ihr noch irgendwelche Live-Fragen? Irgendwelche Live-Fragen zum Thema Impfpflicht oder auch allgemein? Also in 10 Minuten bin ich jetzt noch live. Da können wir noch ein paar andere Fragen beantworten, wenn ihr Lust habt. Wenn euch irgendwas auf der Seele brennt oder ihr ja, mal meine Meinung zuhören wollt. Also wir können ja erstmal kurz zusammenfassen. Qualität in der Pflege wird massiv sinken aufgrund dieser Tatsache. Sogar dieses Einräumen der FQAs und der Gesundheitsämter, da bin ich, oh. John, HBB. Jetzt tun wir mal den bestaussehendsten oder mit bestaussehendsten Pflegefachkraft in der Pflegebranche live nehmen. Servus, mein Lieber. Moin. Hugo, grüß dich. Ja. Muss ich aber schon mal sagen, ich glaube, die mit zwei bestaussehendsten Männer der Pflegebranche in der Pflegebranche sind einmal live zusammen so hier. Internet explodiert gleich. Genau, wir crashen jetzt das Internet. So viel alles klar? Ja, alles klar. Bei dir auch? Du, alles gut. Ich habe heute das neue Fahrrad meiner Frau aufgebaut und da habe ich mich gleich am Finger verletzt. Mimimi. Es ist nur für deine Frau gedacht, oder? Ich gehe meistens also selber ins Fitnessstudio. Bei mir ist ins Fitnessstudio zu gehen die Motivation, aufzustehen und rauszugehen, was zu machen. So weißt du, was ich meine. Und bei meiner Frau ist es natürlich schwieriger mit den Kindern häufiger und so. Deswegen haben wir es für sie so ein bisschen home gemacht und ich werde es wahrscheinlich auch benutzen. Wahrscheinlich. Ja, angenehm. Kannst du dabei schön Fernsehen gucken oder auch. Genau. Kannst du auch was spielen. Hast du eine Wii, glaube ich, oder eine Switch? Oder ja, genau. Ich bin totaler Mario-Fan. Alle Mario-Spiele. Ja. Ich habe aber bei mir im Fitnessstudio nämlich auch die Möglichkeit, auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad Netflix zu gucken oder so. Das ist nämlich ganz praktisch. Oder? Ja, dann kannst du auch nebenbei. Hast du ein Studio zu Hause? Was habe ich? Hast du ein Studio zu Hause oder hast du. Nee, wirklich ins Fitnessstudio. Du bist ja hier nicht so in der 30-Euro-Fitnessstudio weg, sondern schon in der Nobleren, oder? es ist eine, kann man ja sagen, es ist Clever Fit, das ist eine Kette. Clever Fit hat es, wirklich? Ja, also da, wo ich jetzt bin jedenfalls. Da spricht man, also die sagen immer davon, das ist das größte Clever Fit Studio in Norddeutschland. Ah, cool. Sag mal, wo wohnst du eigentlich genau in Norddeutschland? Weil ich sehe mal auf jeden Fall die Häuser, die schauen wie Norddeutschland aus, jedes Mal bei dir. Ja, also einfach gesagt in der Nähe von Hamburg. Ah. Also, der Ort nennt sich Stade. Und ja, ich betreue ja 11 Häuser. Und das Lustige ist halt dabei, das sind auch in 3 Bundesländern. Ne? Ich habe in Hamburg ist eine Einrichtung, in Schleswig-Holstein habe ich 3 Einrichtungen. Und dann der größte Teil ist in Sachsen. Genau. In Sachsen, ja, genau, dachte ich mir schon. Ey, ich meine, das nächste Mal, wenn ich in Hamburg bin, ich bin so selten im Norden, dass ich auf jeden Fall besuchen komme. Wir beide gehen echt ins Gym. Ja, gerne. Aber mit dir mache ich nur Krafttraining. Ausdauer ist mit. Ich glaube, Ausdauer zerstörst du mich. Kannst du Da war ich so, ey, ich hab schon Ausdauer gemacht, komm, lass da Kraft machen. Ja, mit Krafttraining, ja, das ist auch, es passt am besten. Ich denke mal, da kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr heben oder stoßen als ich. Ja, wahrscheinlich, weil ich auch mehr wiege, aber nicht, weil ich fitter bin. So, weißt du, was ich meine? Ja. Weißt du, was ist, gell? Ja, aber so wenigstens gehst du ja mal raus und machst es halt, das ist wichtig, ne? Darum geht es ja auch im Endeffekt, was zu machen, weißt du, was ich meine? Das ist ja das, gell? Ja, sag mal, wir haben jetzt noch ein paar Minuten, ganz ehrlich, was ist eigentlich deine Meinung zu diesem Thema Impfpflicht? Ganz ehrlich, so, auch als Praxisanleiter, so, weißt du, ich meine, so jemand, du bist ja der Mann, der für die Zukunft unserer Azubis verantwortlich ist. Was ist so deine Meinung dazu? Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt mal, ne, Real Talk, ganz ehrlich, zu Beginn, als das Thema ja kam, auch wegen Impfen und so, war ich auch jemand, der gesagt hat, so, ich sehe die Sache erstmal skeptisch. Aber da habe ich mich auch überhaupt nicht irgendwie informiert, geguckt und habe dann aber natürlich angefangen zu schauen, okay, was impfen, was kommt für ein Impfstoff. Also habe mich einfach informiert und habe dann für mich entschlossen, klar, impfen auf jeden Fall. Zum Thema Impfpflicht habe ich schon mal, glaube ich, gesagt, dass ich einfach nicht richtig finde, dass das aufs Gesundheitswesen bezogen worden ist. Ich bin auch der Meinung, das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass wir eine allgemeine Impfpflicht da kriegen werden. Genau. Aber es war halt nicht richtig wieder, ja, das ist ganz. Das darauf zu beschließen, weil natürlich der Fokus wieder darauf gelegt wird und was gerade auch passiert, häufig dann gesagt wird, also das Gefühl für die Pflegekräfte, wir sind jetzt dafür verantwortlich, wir sind schuld an der ganzen Geschichte. Deswegen, also ich sehe das halt in der Sicht auch skeptisch. Was ich gut finde, ist, was du jetzt gemacht hast, diese Aufklärung, also wirklich da ins Detail zu gehen, das mal aufzuklären, weil ich bin auch ganz ehrlich, ich habe mich da gar nicht so viel drüber informiert. Wahrscheinlich auch, weil ich geimpft bin. Also das weiß ich nicht, genau. Wäre ja anders wahrscheinlich, wenn ich da jetzt auch eher so, nee, Gottes Willen, und würde mich dann wahrscheinlich auch dann informieren, was das bedeutet für mich, aber dadurch, dass es halt nicht der Fall ist. Ja, aber deswegen finde ich es halt gut, also auch was du heute gesagt hast mit den ganzen, wahrscheinlich wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass dann ja die Betriebe oder wenn es diese Gesetzlücken gibt,
bin ich halt sehr gespannt, was am Ende wirklich passiert oder ob das Geschrei am Anfang jetzt groß war und am Ende gar nicht mehr so groß sein wird. Ne? Glaube ich auch nicht, ganz ehrlich. Also ich glaube, dass jetzt die Kollegen, die jetzt austreten, einen großen Fehler machen. Die machen einen großen Fehler, meiner Meinung nach. Es wird definitiv noch in den nächsten 6, 7 Wochen wird noch einiges kommen. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Und es wird eine allgemeine Impfpflicht kommen, dass dieses Thema sowieso vom Tisch. Weißt du, ich meine, das sind die Kollegen, die ausgetreten sind und sonst ausgetretene. Und da haben sie einen strategischen Fehler gemacht, weil sie im Endeffekt ja auch ihre Ansprüche verloren haben. So. Also ja. Von daher, und die Kollegen, die sich gar nicht impfen lassen wollen, die müssen sich auch, aber auch allgemeinen Gedanken machen, weil wenn die allgemeine Impfpflicht kommt, geht es ja auch für sie. So, weißt du, was ich meine? Also wie kommen sie jetzt da raus? So? Also das ist so ein schwieriges Thema so. Wie gesagt, also ich bin ja heute Abend noch nicht falsch verstanden werden, John. Ich persönlich bin ja geimpft so. Und ich bin ja auch für mich persönlich sehr positiv der Sache gegenüber. Was heißt positiv? Also positiv. Ich habe es ja schon ein bisschen auseinandergenommen, den Impfstoff, weil ich habe ja über Spanien und Portugal gesprochen. Die haben momentan den Ausbruch ihres Lebens, die armen Länder. Obwohl die eine viel höhere Impfquote als wir haben. Also somit ist ja der Impfstoff jetzt auch nicht der allerwirksamste, so gesehen, jetzt mal so, nur so am Rande. Und deswegen, also ich bin sehr gespannt, wie das alles entwickelt. Aber ich glaube halt schon, weil schau mal, ich glaube ganz ehrlich, für wie viel Azubis bist du verantwortlich? Ich gehe mal bei 10 Heimen für 50 aus, 60? Nee, so viele sind es gar nicht. Also aktuell sind es so 26 Stück. Also nicht okay, so viel. Das war auch nicht wenig. Okay, aber hey, ist auch nicht wenig, ganz ehrlich. Wobei, schon viel, nur am Rande, krass. wir haben in Ruhpolding, hatten wir mal 10 Azubis gehabt und da haben wir eine freigestellte Praxisanleitung, von daher ist ganz schön sportlich. Respekt. Auf jeden Fall, worauf möchte ich hinaus? Hoppla, was ist jetzt los? Wo ist John hin? Hört ihr mich noch? Okay, er ist weg. Okay. Also, keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Ich wollte eigentlich John eine Frage stellen. Eine wichtige Frage stellen. Er ist weg. Weil ich wollte eine wichtige Frage stellen bezüglich einer Tatsache, weil schauen wir mal, ob ich ihn noch für die Kamera bekomme, den John. Weil ich wollte echt fragen, ob er auch möglicherweise bei Ihnen, aber einfach mal weg, gell, so. Ich wollte eigentlich fragen, vielleicht schaffe ich noch die Frage zu stellen, ob auch bei Ihnen möglicherweise Azubis aufhören werden. Das würde mich hier total interessieren, weil gerade auch so junge Menschen, die im zweiten oder im dritten Ausbildungsjahr sind, ich tue ich mal währenddessen mal ein bisschen entertainen und tue ich mal, bis jemand kommt, auch mir mal, ich tue es mal, bis der John kommt, mal das Ding hier auflassen und tue mal schauen, ob das überhaupt beschlägt. Ich glaube zwar nicht, wobei ich könnte es mir vorstellen, dass es beschlägt, bis der John kommt. Tue mal kurz abwarten. Ne? Schaut jetzt zwar ein bisschen creepy aus, aber ist mir egal. Ihr wisst ja, wie ich hier unterwegs bin. Mir war immer die Meinung so nicht wichtig gewesen. Ne? John, jetzt wollte ich dir eine Frage stellen. Gut. Also, weil, okay, bis der John kommt, erzähle ich euch das mal. Ich gehe echt stark davon aus, Leute. Also, ich gehe wirklich sehr stark davon aus, dass einige auch ihre Ausbildung möglicherweise fallen lassen werden. Das wäre ja eine Katastrophe. Stell dir mal vor, ihr seid im zweiten Ausbildungsjahr und im dritten Ausbildungsjahr, 5, 6 Monate vor der Prüfung und könnt dann nicht mehr eine Prüfung machen. Boah, das wäre ja krass. Also, wirklich, das wäre wirklich krass. Und für all diejenigen, die jetzt live noch zuschalten und fragen, warum ich so eine Maske anhabe, meine Söhne haben das gebracht, das sind Nerf-Masken, weil wir spielen im Sommer immer Nerf-Fights gegeneinander. Und Nerf ist auch gefährlich fürs Auge und wenn es gegen das Auge fühlt, kann ja echt sogar möglicherweise sogar zu Blindheit führen. Und von daher habe ich jetzt tatsächlich, haben sie mir die hingebracht und mir ist aufgefallen, während sie es mir gebracht haben, ja, sie beschlagen. Ohne Schmarrn, die beschlagen wirklich. Die Dinger beschlagen. Ich sehe euch immer schlechter. Seht ihr das? Und ich meine, die beschlagen die Dinger. Jetzt warte mal ein paar Sekunden ab, da habe ich dich wahrscheinlich gar nichts mehr. Bis John kommt. Also John, schau mal, ich tue jetzt mit beschlagenen Brillen hier sitzen, weil du mich alleine lässt, mein Lieber. Ich wollte dir echt noch eine Frage stellen. Ja, wo ist er jetzt, dieser Mann? Ich kann auch keine Teilnehmeranfrage mehr. Kann jeder, der ist eine... Hey, das ist ja schade. Wo kann man sich bewerben, wenn man bei euch arbeiten möchte, als fehlende Fachkraft ausgebildet? Oh, das ist ja nett. Liebe IMVN. Ja, also wenn du mich schon im Livestream fragst, ob du bei uns arbeiten möchtest, sehr gerne, schick mir einfach DM und bei DM dann oder ubur.cetinkaya@zenvital.de oder ubur.cetinkaya@seniorenzentrum-novalis.com. Also zwei E-Mail-Adressen habe ich, könnt ihr gerne hinschicken. Oder schmal, Leute, ich sehe gleich nichts mehr. Das ist ja irre. Also wir machen gerade eben einen Live-Stream-Test. Schaut mal her, umso mehr ich rede. Ich sehe gleich nichts mehr. Ich muss schon hier hingucken. Naja. Auf jeden Fall wollte ich den John fragen. Ich meine, er wird wahrscheinlich auch wegen seiner Betriebsgeheimnisse. Ich kann ja auch mal nicht alles hier ausplaudern, wie ich möchte. Mache ich logischerweise auch nicht. Würde ich auch nicht machen. Finde ich, gehört sich auch nichts. Aber ob er glaubt, ob möglicherweise auch bei Ihnen Auszubildende aufhören werden. Das hätte mich jetzt sehr interessiert. Aber da werde ich ihn nochmal fragen. Ich werde auch ein Instagram-Story machen. Und mal schauen, ob er darauf antwortet. Wir haben jetzt genau 1 Minute und 50 Sekunden. Blendina, warum diese Brille? Weil die Brille mir von meinen Söhnen gebracht worden ist. Und ich wollte, ehrlich gesagt, eine Kurvebrille mal anziehen.
und wollte schauen, wie die so ist, aber mir fällt auf, dass ich euch gleich nicht mehr sehe. Genau, John ist nicht mehr da. 1:33 Leute, ich werde dieses Video wie immer auf Facebook und auf Insta hochladen und auf YouTube. Euch allen einen schönen Abend. Vielleicht geht nochmal spontan kurz mit John live. Blendina, vielleicht mit dir auch nochmal kurz, weil ich bin jetzt gerade in so einem Plaudermodus. Also erst einmal tue ich es hochladen und bis gleich möglicherweise. Ciao, ciao, peace out.